Asse? Ja. Also, wir sind in Gorans Auto. Einfach hier nach Geretsried gekommen. Ich muss hier eine Kooperation noch drehen. Ich dachte, wir nehmen euch mal mit. Es regnet und mein Bentley-Label ist mir vorne weggeflogen. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was kostet so ein Bentley-Label für vorne, für die Motorhaube? Ich hab's ganz vergessen, ne? Herzlich willkommen, es ist Sonntag. Eine neue Folge und ihr könnt mich jetzt mal einfach mal mit begleiten, wenn ihr mögt. Lehnt euch zurück. Ach, guck mal an! Guck mal an, ich darf da nicht hin. Ich darf da nicht hin. Lederhose an, na? Immer. Alles fit? Ich dachte, ihr habt Urlaub. Was für Hi. Betriebsurlaub. Guten Tag. Deswegen ist das auch so leer hier, Mann, weil wir eigentlich hier Betriebsferien haben heute. Und hier, guckt ihr das mal an. Das Auto für Marc. Ich dachte, da ist Folie schon drauf. Ja, ich wir haben auf dich gewartet, dass du dann verklebst. Achso. Ich glaube, das würde Marc nicht so gut finden. Sag mal, ich wollte... Achso, hier. Kannst du das einmal den Lacker geben oder kannst du das in schwarz kleben? Schwarz kleben nicht, aber kann ich... Hier, das ist ja vorne geben. Weggeflogen. Ja. Und vor allem... Deswegen, weil es Flügel sind. Nein, das klebt nur einmal. Das ist so ein Einmalzeug. Das kannst du nicht mehr kleben. Nein, nicht abmachen. Alter, dann geht das ja wieder ab. So, ihr habt Zeit gehabt, in die Kommentare reinzuschreiben, was das kostet. Was meinst du, was kostet was? 180. 180 Euro, okay. Wir gehen weiter. Was kostet sowas? 250. Martin? 400. 400. Ja, 400. Goran? Ach, du hast es eben erfahren, ne? Ja. Ja, scheiße, scheiße. Jetzt habt ihr Zeit gehabt, das in die Kommentare reinzusetzen. 120. 120! Schnapper. Ja, sicher. War nicht schlecht. Nee, war nicht schlecht. Du weißt, dass wir das Auto Montag abliefern müssen, ne? Alter, der ist immer so tiefenentspannt, der Junge. Ist das normal? Der ist noch nicht fest. Du musst jetzt gegen die Wand fahren, dass er fest ist. Nee, echt, das ist ohne Scheiß, der ist noch nicht fest. Das darf nicht so klappern. Aha, das war der Martin, das war der Martin. So, wir gehen jetzt hoch. Komm, trink mal einen Espresso zusammen. Hm? Na? Auf. Halt ich dich irgendwie auf? Nee. Ach so, sind die Kartons gekommen für die Kooperation? Ja. Sind sie? Ja. Komm, zeig mal die kurz. Ach so, ja, stimmt, da sind sie. Das sind die, das waren die, was geschickt waren, die alten. Und das sind die, das, neun. Das und drei hinten oben. Alles klar. Also nur für euch als Information. Wir haben ja eben schon mit Goran fleißig gedreht, zwei Folgen. Ich habe mein Auto abgeholt, foliert. Man sieht nicht viel und genau das wollte ich ja, weil ich die Farbe Portofino Blue extremst mag. Deswegen habe ich mir eine Folierung ausgesucht, beziehungsweise einen Lackschutz ausgesucht, wo ich meine Farbe nicht so heftig manipuliere, aber ganz kleine dezente Sätze. Ganz kleine Akzente setze, ja. Entschuldigung. Lass mal drin. Ja, klar. Ganz kleine Akzente setze, sorry. So, und jetzt ist es so, dass das Auto, wenn die Sonne scheint, extrem viele Farben hat. Blau, lila und so weiter, weil die Metallic-Partikel da drin extrem... So, also jeder muss so grübeln und genau das wollte ich. Dadurch, dass wir jetzt viel auseinandergebaut haben und so weiter, fahren wir jetzt mal gemeinsam zu Bentley und machen sozusagen einen Service-Check, einen Klinik-Check. Bin mal gespannt. Service-Klinik. Heftig, ne? Die Autos, das ist echt Wahnsinn. Die Werkstätte sind inzwischen so sauber, dass du vom Boden essen kannst. Und da ist er. Florian, immer perfekt gekleidet, der Junge. Unglaublich. Alles schön, dich zu sehen. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen zu spät, aber Florian. Das sind wir gar nicht gewohnt. Du bringst heute auch wirklich das beste Wetter mit. Ja, perfekt. Klasse. Dafür habe ich Allrad. Ne? Wir können ja alles schön thematisieren. Aber wir legen jetzt los. Wir machen jetzt heute Serviceklinik. Du bist heute bei unserer Bentley Serviceklinik. Genau, Bentley Serviceklinik. Wer macht das mit uns? Der? Unser Werkstattleiter Stefan Obermeier. Mhm. Steht parat. Serviceklinik ist im Endeffekt einmal jährlich bei uns. Mhm.
ist ein Event, wo wir einige sehr gute Kunden einladen. Es ist ein kostenfreier Check. Und anhand dieses Checks wird im Endeffekt ermittelt, welchen Bedarf hat das Fahrzeug, wo kann man Hand anlegen. Das sind Empfehlungen, die wir aussprechen, der du dann gerne folgen darfst, wenn du das möchtest. Okay, perfekt. Dann machen wir los. Dann legen wir los. Dann ab zu Stefan. Ne? Klasse. Okay, perfekt. Kommt. Eigentlich darf er ja nicht viel haben. Sag mal, warum steht die Nummer 7 da vorne drauf? Zeichnet sich auch nicht nur durch die Nummer 7, sondern auch durch Streifen. Die farblichen Zierelemente. Wahnsinn. Die bis hin zu dem Styling-Spec. Ist das geklebt? Nein, lackiert. Ist es lackiert? Oh mein Gott, das ist lackiert. Das ist ja cool. Wer ist verkauft? Ist verkauft. Ah, okay. Und die gibt es auch nur in der Farbkombination, ne? Nur in der Farbkombination. Konntest du dich in Rot bestellen oder Grün. Le Mans-Ausstattung nur so? Absolut, nur okay. So. Perfekt. Schade, verkauft, aber ich bin mit meinem höchst zufrieden. So, Stefan steht Stefan, schon Stefan, alles fit? Ja. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Guck mal, sein iPad hat er auch schon in der Hand. Also jetzt müssen wir aber Stefan verkabeln, dass wir Stefan richtig hören. So, jetzt machen wir Cut, Ton und dann geht's los. So, jetzt könnt ihr mal einmal sehen, die Nummer 8 habe ich und die Nummer 7. Was sagt ihr denn zu den Farben? Würdet ihr die Nummer 7 nehmen oder Nummer 8? Da kommt er jetzt reingefahren. Da hat er da die Spiegel, die du genau verdeckst. Genau, da. Damit er sieht, dass er genau fährt. Tatsächlich. Da ist nämlich ein Spiegel. Hallo. Du guckst immer, fährst du mal mit dem Spiegel rein? Mit dem Spiegel, ja. Den haben wir extra da, dass man alleine, wenn man ist, auch selbstständig reinfahren kann. Sehr gut. So, mein Emblem ist mir leider weggeflogen. Und hier könnt ihr sehen, das ist die Originalfarbe. Portofino Blue. Warte. Und das ist die Folierung. Und so ein Emblem, wenn du es einmal abmachst, das machst du nicht nochmal ran, weil das immer abfliegt. Also habe ich nur einen neuen bestellt. Da ist so ein Spezialkleber drunter. Das klebt nur einmal in dem Sinne. Okay. So, wir fangen an und machen eine Fotos. Fotos von der Karosserie. Wie findest du die Folierung? Schön. Das ist jetzt. Was soll er jetzt auch anders sagen, Alter? Was soll er jetzt auch anders sagen? Nein, ist, von wem sind die Unterschriften? Also hier haben wir, hier sollte ich nur unterschreiben, aber dann haben wir gesagt, nein. Komplett CarWrap-Team unterschreibt, das Rainer, Martin und Tim war nicht da. Deswegen habe ich IA.Tim im Auftrag Tim unterschrieben. Schön. Tim war an dem Tag nicht da, aber wir dachten, wir unterschreiben. Natürlich ist da auch für euch erstmal so eine ganz normale Folie drauf, dann habe ich es unterschrieben und dann sind wir dann mit der Hauptfolierung, mit dem Lackschutz nochmal raufgegangen, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also karosserietechnisch ist nichts, ne? Ist nichts zu sehen. Nee. So, dann die Windschutzscheibe wird gecheckt. Ist jemand, ist da ein Steinschlag drin oder nicht? Scheibe wird gecheckt. Was kostet so eine Scheibe? Ja, die Scheibe, wenn sie komplett getauscht ist, mit der Arbeitszeit, ja, so 7.500 Euro. Also 7.500 Euro für eine Scheibe, falls es kaputt geht. Das ist heftig. Was machst du jetzt? Jetzt schau ich mir die Schritte, bitte. Die Scheibenwischer, ob sie sauber wischen. Also bitte kurz, okay, nicht, dass ihr nass werdet. Okay. Die Scheibenwischer. Und hier vorne kommt auch was raus. Guck mal jetzt hier. Das ist so geil. Das ist nämlich ein Sensor. Welcher Sensor das genau ist, fragen wir mal gleich. Was ist das hier nochmal für ein Sensor, was du auch wischst? Das ist die Nachtsichtkamera. Die wird auch gereinigt, wenn man das betätigt. Ah, okay. Und früher war ja noch bei Xenon Pflicht in Europa, dass dann hier auch eine Düse rauskommt. Genau. Ist nicht mehr. Das ist nicht mehr, weil das sind ja LED-Scheinwerfer. Ach so, alles klar. Siehst du, das sind Informationen, die können wir heute alle mitnehmen. Was machst du jetzt? Seitenscheiben haben wir schon angeschaut, ist auch in Ordnung. Ja. Dann der Innenzustand. Bitte. Hinten habe ich nur eine Jacke. Halt. Die Jacke ist kein Mangel, ne? Nein. Die stört nicht. Schau noch mal drunter. Weil nee. Es gibt schon viele, es gibt auch manche, die rauchen dann im Auto. Ah, und dann okay. Oh, fliegt, Gott. Wenn man dann das Fenster ein bisschen offen hat, die Glut hinter. Und wir hatten schon einige, wo hinten dann Löcher in den... Wer raucht in so einem Auto? Ja. Das ist doch tödlich. Gibt es leider. Das ist tödlich. Bitte. Bitte. Wie viele Punkte sind das ungefähr? 33. 33, okay. Es gibt Hersteller, der eine hat 111 Punkte checkt, der eine hat 9, was weiß ich, 90 und ihr habt 33. Ja. Krass. So, dann kommt die Hupe. Funktioniert. Die Frontbeleuchtung haben wir auch gehabt. Funktioniert. Kann man hier durchschalten. Gut. So, dann haben wir die Heckbeleuchtung. Da spiegelt etwas, aber ihr könnt auch gerne mal kurz gucken, ob sie funktioniert. Also Abblenden funktioniert, Bremse funktioniert auch. Und das bremst mal nochmal bitte.
Das finde ich ja so geil, diese dritte Bremsleuchte dahinter. Das finde ich so mega cool. Okay. Ach, Nebelschlussleuchte funktioniert auch. Ja, haben wir hier. Und dann einmal noch starten für den Rückwärtsgang. Guck mal. Rückwärts auch. So, die Türen und die Motorhaube. Da geht es dann halt auch darum, dass Anschläge an den Türen, hat man da irgendwo seine Tür mal dagegen geschlagen. Ja. In dem Falle mit PPF, also mit meinem Lackschutzfolie, könnte man das einfach wegwischen, müsstest du nicht neu lackieren. Motor, da ist er. 12 Zylinder, 6,0 Liter Twin Turbo. Ist auch ein Genuss, oder? Es ist so genial. Da unten drunter ist der Behälter für das Kühlmittel. Der Kühlmittelstand ist hier, wenn man reinschaut, da ist das von der Seite angezeichnet. Okay. Perfekt. Bei meiner Mercedes-Inspektion war ja auf einmal ein Marderschaden vom Feinsten drin. Hat er die Matte komplett zerfressen. Ich weiß gar nicht, ob der schon letztens eingeschaut hat. Ach du Scheiße. Hier ist jetzt immer, wenn ich die Motorhaube aufmache, ist die erste Matte. Bremsflüssigkeit schauen wir an. Okay. Stand ist in Ordnung. Radio ist auch in Ordnung. Dann sind wir soweit durch. Okay. Und dann haben wir unsere Ergebnisse. Und? Jetzt kommt's, wie in der Schule, Zeugnis. Da fehlt eine Schraube im Unterfahrschutz. Oh, ehrlich jetzt? Ja, die können wir beim Service mit rein. Ah, okay, alles klar. Ja, cool. Also ist nichts. Also Endresultat, wir haben nichts. Ist ein gutes Auto. Super, perfekt. Also, Gott sei Dank, bei uns steht jetzt erstmal nichts an, aber demnächst steht ja ein Service an. Und jetzt könnt ihr kommentieren, wollt ihr beim Service dabei sein, ja oder nein? Dürfte ich den Service eventuell auch selber machen? Ich glaube, das kannst du. Alles klar, das ist doch geil. Also, wenn ihr schreibt, dass ich beim Service dabei sein soll, dann nehme ich euch natürlich mit, weil ich finde, das ist schon interessant, was so ein 12-Zylinder-Motor, wie viel Liter Öl und so weiter, was da alles anfällt, finde ich schon mega cool. Ne? Probieren wir aus. Alles klar, dann haben wir es. Aber wir müssen die CI einhalten, dann musst du dann in Bentley-Kleidung erscheinen. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Die Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsschuhe anziehen. Ja, definitiv, definitiv. Und dann sind wir schnell nach Geretsried gekommen, um A, Rainer zu ärgern, um B, Espresso zu trinken und C, eine Kooperation zu drehen. Und da könnte man heute dabei sein, wie das Ganze funktioniert. Rainer und ich fliegen ja Dienstag nach Südkorea. Ja, das ist Purple. Ach so. Was der andere hier mit seinem Porsche bekommt. Ah, ein ganz, ganz bekannter Influencer. Wir nehmen noch keinen Namen. Die Folie ist schon da. Die Farbe bekommt sein Porsche GT3 RS. In? Alter. Ganz dunkles Lila. Ja, super purple. Da sind kleine Flakes mit drin. Mhm. Ja, aber es ist wahnsinnig von der Tiefe. Schöne Farbe. Super cool. Was kostet eine Rolle? Du musst rechnen für die Rolle 3,5. Boah, und das ist für ein Auto dann? Ein Auto, 15 laufende Meter und kommt aufs Auto drauf an. Also Porsche ist ja klein. Aber der hat ja ein Weißlackpaket drin, ne? Hat er oder hat er nicht? Hoffentlich nicht. Nein, aber du hast hier ungefähr Material für ein sportliches Auto. Mhm. Wenn es ein bisschen größer wird, dann brauchst du schon 5 Meter mehr. Ah, okay, krass. Komm, Rainer, lass uns einen Espresso trinken. Ich muss arbeiten, Alter. Muss die Kooperation drehen. Rainer und ich fliegen Dienstag nach Südkorea. Oder sind inzwischen schon in Südkorea gewesen. Da verschwindet eine ganz schnell. Guck mal da hinten. Weißt du was? Ja. Die Frau ist schuld daran, dass ich hier zunehme. Weil sie hier immer die geilsten Sachen kauft. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Wenn ich immer hierher komme, nehme ich 2 Kilo zu. Und mein Sixpack ist dann weg. Das ist unglaublich. Guck mal, Cashews. Du kannst danach wieder aufmalen. So, jetzt kommen gleich so Kommentare. Die darfst du nicht essen. Da ist das. Da kommen immer die geilsten Kommentare von euch. Letztens, als ich Schokobons gegessen habe auf dem Grip-Dreh, da habe ich das auf meine Story hochgeladen. Da habe ich erfahren, dass Schokobons, dieses erste Knacks, das ist wohl irgendwas von Blattläusen oder sowas, was sie da raufsprühen. Keine Ahnung. Mir ist egal. Ich weiß nur eins. Wir haben den ganzen Tag gedreht und wir haben nichts gegessen. Und das ist jetzt nicht gesund, was ich mache. Komm, Goran. Hast du? So, bis drauf. So.
nachdem wir jetzt gefühlt 3 Espresso getrunken haben und oben alles weggehauen haben an Kalorien, alles, okay, haben wir jetzt mal aufgebaut für unsere Kooperation, was läuft, weil ich sage euch auch eins, ich mache nur Kooperationen mit Firmen, wo ich 100% dahinter stehe und auch, ich sage es auch so ist, was oft nur mit Autos zu tun hat. Und das hier, ich weiß, das ist jetzt nochmal Werbung für die Tire Safer vom Vorwerk. Die sind mega cool, die habe ich auch bei meiner eigenen Sammlung in Hamburg stehen. Und jetzt haben wir alles aufgebaut, jetzt müssen wir schnell eine Kooperation drehen und das wird dann irgendwann in Oktober, November in ein Video eingefügt. Wieso baut ihr den eigentlich wieder zusammen, wenn ihr den kleben wollt? Weil wir den kleben zusammen. Weil was? Weil wir den zusammengebaut haben. Wir brauchen sie nicht auseinander. Ach, brauchst du ihn nicht zusammen auseinanderbauen? Achso, ich dachte deswegen. Ach so. Das ist ja der Killer, weil allein zum Endverlieren, keine Ahnung, waren jetzt praktisch ein Team mit 3 Leuten, 1,5 Tage beschäftigt. Wahnsinn, aber wir blenden euch mal ein Bild ein. Das war der hässlichste Portofino Modificator, den es jemals gab. Nichts gegenüber dem Folierer, der das Auto foliert hat, das nicht. Aber jetzt kriegt das Auto einmal Design. Ja? Crazy Design. Jungs, ich gehe mal kurz rüber zu dem Vespa-Laden. Die haben nämlich ein Mickey Mouse Edition da. Oder sollen wir es schon verraten? Hä? Komm hier lang. Wo willst du hin? Wir haben ja genau als Nachbarn haben wir einen Vespa-Laden. Hier. Und hier stehen diverse Vespas. Vespas, ne? Vespas. Wespen? Wespen? Echt jetzt? Vespa. Was? Vespa. Vespa. Und guck mal, hier ist ein Mickey Mouse Edition. Dass du den Mickey Mouse, dass du Mickey Mouse Edition nicht so schnell verkaufen kannst. Ja, ich bin doch noch da. Du bist doch noch da. Der steht schon so lange hier. Der muss ja schon bald hier mit 50% Rabatt weghauen. Ja. Ne? Unglaublich. Also ich habe mich dafür entschlossen, mir einen Vespa zu kaufen. Und zwar, lasst euch überraschen, wie ich den mache. Ich sage euch nur eins, der wird dunkelblau und sehr, 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 sehr speziell. So, der Tag neigt sich Ende zu. 2 Drehs hatten wir heute Vormittag für YouTube. Dann haben wir in Kooperation gedreht. Dann haben wir noch mal kurz bei CarUp reingeschaut. Ich gehe jetzt rein, kümmere mich um meinen Vespa. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt es. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst ein Like da. Abonniert mal wieder meinen Kanal. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Ciao.